Wenn du bereit bist, dich zu erheben, dann wirst du dich erheben. Alle Kraft, die du brauchst, ist in deinen Händen. Man sieht sich einfach nur mal die Hollywood-Filme an. Irgendwann war der Russe der Feind, dann war es der Moslem und jetzt ist wieder der Russe der Feind. Hier werden unbewusst und unverschleiert Feindbilder geschaffen. Kreaturen herabzwingt. In diesem Buch, das ich mit 14 gelesen habe, 1988, ist ein totalitäres System beschrieben, das sich als Demokratie tarnt, das mit Hilfe von Massenmedien und nicht nur Massenmedien die Menschen systematisch beherrscht. Herzlich bitten, dass man nicht gegen Islam oder Christentum oder Judentum oder Buddhismus oder irgendwas hier des Frieden. Erwarte nicht in der Außenwelt. Erwarte es in dir und sei es. Sei die Hoffnung, die du in der Welt sehen möchtest. Sei die Liebe, die du in der Welt sehen möchtest. Sei der Frieden, den du in der Welt sehen möchtest. Sei das, was du dir so sehnlichst wünschst. Sei es. Konflikt zu haben, sondern dass man sich selber und seinen Mitmenschen und den Tieren und der Umwelt keinen Schaden zufügt. Ja, genau, das ist die Gründe, die wir sehen, die jetzt mal vortragen werden im Endeffekt. Ne? Friede, Freiheit, Gerechtigkeit. Frage. Ja. Möchtest du Frieden auf der ganzen Welt? Ja, auf der ganzen Welt. Und warum? Weil es gibt Kinder und die sind krank. Manche sind schon gestorben. Oh. Und sind die gestorben, weil es keinen Frieden gibt? Es gab wohl keinen Frieden. Früher gab es mehr Krieg, aber jetzt gibt es auch noch Kriege, ja? Und glaubst du, wenn es weniger Kriege gibt, dass dann weniger Kinder sterben? Das wäre für alle Menschen gut, gell? Und deshalb? Deshalb möchten wir, wir möchten nicht, also wir müssen uns vertragen von der ganzen Welt. Wir müssen uns vertragen. Streit ist wie Krieg. Streit? Ja, ein kleiner Streit kann zu einem großen Krieg werden. Ja. Erste globale Friedensmahnwache in Wien. Yeah. Kommt's alle, es geht darum, Brücken zu bauen, es geht um unsere nächste Generation.